Bei einem Großeinsatz gegen Drogenkriminalität durchsuchten Einsatzkräfte heute Häuser und Geschäftsräume in Duisburg und 10 weiteren NRW-Städten. 13 Verdächtige wurden festgenommen, die organisiert Betäubungsmittel anbauen und vertreiben. 2 Cannabisplantagen in Duisburg und Marl, mehr als 140 Kilogramm Marihuana und 600 Cannabispflanzen wurden sichergestellt. Außerdem eine scharfe Schusswaffe und über 170.000 Euro Bargeld. Durchsuchungen erfolgten auch in Dinslaken, Moers und Oberhausen. Die Staatsanwaltschaft Duisburg teilt mit, es gebe keinen unmittelbaren Bezug zur Mafia. Auf dem AWO Ingenhamshof am Landschaftspark Duisburg-Nord ist es am Montag in den frühen Morgenstunden zu einem Brand gekommen. Eine Scheune des Lehr- und Lernbauernhofs fing aus bislang unbekannter Ursache Feuer. Dabei verstarben 2 Rinder, Menschen wurden nicht verletzt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde ein Sachverständiger mit der Untersuchung der Brandursache beauftragt. Da die Ermittler keine Anhaltspunkte für einen technischen Defekt fanden, müssen sie derzeit von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgehen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen. Es ist mittlerweile der 2. Brand innerhalb von 10 Jahren. Nach dem Bekanntwerden der Missbrauchsvorwürfe gegen den Gründerbischof Franz Hengsbach geht ein Beben durch das Bistum Essen. Die Vorwürfe gegen Hengsbach stammen aus den 1950er Jahren und wurden zunächst als nicht plausibel bewertet. Laut Medienberichten soll auch die Zentralbehörde in Rom entschieden haben, kein Vergehen zu melden. Bischof Overbeck ruft mögliche weitere Betroffene auf, sich bei den Ansprechpersonen des Bistums zu melden. Hengsbach war von 1958 bis 1991 erster Bischof von Essen und zuvor Weihbischof in Paderborn. Die Zahl der Baugenehmigungen für Ein- und Zweifamilienhäuser in Duisburg ist um 29% gesunken. Laut einer Regionalanalyse des Pestel-Instituts hat Duisburg eine Wohneigentumsquote von rund 28,3%. Hohe Zinsen, Baulandpreise und Baukosten machen den Erwerb von Wohneigentum finanziell unerschwinglich. Experten fordern ein effektives Wohneigentumsprogramm, um den Rückgang zu stoppen. Das Pestel-Institut schlägt vor, dass der Bund eine günstige Baukreditoption einführen soll, um den Neubau zu fördern. Das Ruhrgebiet verzeichnet einen starken Anstieg des Tourismus, wie die aktuellen Zahlen von ITNRW zeigen. Im Vergleich zum letzten Jahr gab es 56% mehr ausländische Ankünfte und 53,4% mehr Übernachtungen von ausländischen Touristen. Im Vergleich zu vor Corona gibt es immer noch einen Rückgang bei den Ankünften, aber einen Anstieg von 1,2% bei den Übernachtungen. Die Ruhr Tourismus GmbH freut sich darüber, dass sie fast zu alter Stärke zurückgekehrt ist und mit den Zuwächsen über dem Landesdurchschnitt liegt. Seit Jahresbeginn gab es insgesamt knapp 5 Millionen Übernachtungen. Die Duisburger Sportschau findet wieder am 3. November im Theater am Marientor statt. Der Vorverkauf läuft. Für den Galaabend mit der Ehrung der Sportlerinnen und Sportler des Jahres gibt es Tickets zum Preis von 20 und 25 Euro. Das Rahmenprogramm besteht wieder aus lokalen Vereinen und Schulen, aber auch aus besonderer Show Akrobatik. BMX-Athlet Dustin Alt tritt auf, der sich bei den Finals im Landschaftspark den Titel als deutscher Meister sicherte. Tickets sind über www.rheinruhrticket.de erhältlich.